befinden sich Chemorezeptoren, die das Wasser auf mögliche Beute prüfen. Pete, was ist in den Fässern drin? Fischfutter. Pete, was das auch ist, kannst du es bitte lassen? Wir schnappen uns den Hai. So oder so. Es ist nur, dass das unnötig destruktiv erscheint. Ich meine, es ist nur ein Hai. Da gibt es ein ganzes Ökosystem. Ein Hai hat meinen Jungen getötet. Peter, hör zu, ich verstehe. Willst du noch weiter darauf rumreiten? Der Küstentourismus in den USA nimmt weiter zu und verleitet Millionen von naiven Amerikanern zur Bestechung von Sonnenschirmverleihern. Mangels ausreichendem Sand oder schützenden Dünen droht in stark entwickelten Gebieten eine große Gefahr durch Wirbel- und Tropenstürme. Illegal erklärt wurde, umgehen viele Haifischjäger das Verbot, indem sie ihm keine Beachtung schenken. Du weißt nichts über Raves, aber wenn man nachts am Strand ein Nickerchen macht, bittet man doch nur darum, gebissen zu werden. Küstenerosion betrifft derzeit über 70% der Sandstrandgebiete der Welt. Wenn man wie ich ist, fragt man sich wohl, was das Geheimnis für solch langlebiges Pappmaché ist.
sein, Fellas. Es ist eine weitere erfolglose Haifischjagd für die Menschen in Port Clovis. Die Zahl der Meeresschildkröten ist hier explodiert. Schlechte Neuigkeiten für Seegras. Tolle Neuigkeiten für Orcas. Handeln könnte. Die 4 Dutzend großen konischen Zähne des Killerwals können einem ungestümen Bullenhai gefährlich werden. Der Meeresschildkröten ist hier explodiert. Schlechte Neuigkeiten für Seegras. Tolle Neuigkeiten für Orcas. Sogar nach der Gründung einer Killer-Clown-Einsatzgruppe bleibt Mord in Zusammenhang mit Clowns immer noch ein Problem in Port Clovis. Als gefräßiger, doch wenig anspruchsvoller Esser. Mutagen 23 kurbelt gewiss das evolutionäre Wettrüsten an. Kunst der Ninjas nicht beherrscht, ist ihre Verteidigung gegen einen überlegenen Gegner unzureichend. Ja.
Proteinergänzung enthält keine Zusätze, sodass der Hai sich keine Gedanken über versteckte Farb- oder Geschmacksstoffe machen muss. Die Gewohnheit des Menschen, sie als liebenswerte Comicfiguren zu zeichnen, widerspricht der Tatsache, dass Meeresschildkröten glattige Tiere sind, die Knochen zerbeißen können. Getötet werden, die Regel ist, bieten leistungssteigernde Mutagene Vorteile, die über Leben und Tod entscheiden können. Zufällige Mutationen sind nicht zufällig. Sie erfordern große Mengen von Mutagenen als Katalysator. Ein schwarz-weißes Tier greift an. Der Orca. Dieser Hai verwendet Lipide aus fettreicher Nahrung wie dieser, um seine Schreckensherrschaft anzutreiben. Der gemeine Delfin unterscheidet sich vom Pompano-Delfin durch seine konkave Achterflosse. So heißt das. Was ist daran so witzig? Haben ja Spaß daran, mit Spielzeug zu spielen, aber nicht halb so viel wie mit einem tagealten Robbenkadaver. Strände besuchen, um willkürliche Gewalt zu verüben, möchten manche einfach nur Sonne tanken und die Mädels abchecken. Port Clovis ist durch die Angriffslust der Haie in Alarmbereitschaft versetzt. Ich habe drei dieser Schwertfalle dort bei Fischfingers gefangen. Man könnte sagen, dass ich ein wirklich gutes Auge für Talente habe. Aber Tuila muss wirklich an der Akrobatik arbeiten. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist kurz. Sie haben das Haiweibchen und seine vielen Verbrechen bereits vergessen. Und so endet die Kopfgeldjagd.
waren einst die Hauptattraktion von Meeresthemenparks. Jetzt haben sie noch einen neuen Lieblingstrick. Töten. Will Casanita nur noch ihre liebste Hausmannskost? Rohe Haifischleber. Der Stadtrat von Port Clovis verpasst keine Gelegenheit für Cross-Franchising. Geld da reingesteckt. Es wird ein Laser-Tempel sein zu machen. Thank you.
Fluten der Erde bewegen sich konstant um den Globus. Die Idee, dass die Wüsten der Öffentlichkeit gehörten, stammt vom römischen Kaiser Justinian. Aber nur, weil er sich nicht mit den unglücklichen Lobbyisten der Association of Resort Developers beraten konnte. Wenn eine ökologische Katastrophe durchaus denkbar ist, sollte man die Gewinne von Exxon Petroleum im vorherigen Quartal bewerten. Wer den T-Rex als Lieblingssaurier hat, ist langweilig und einfallslos und muss einen anderen Lieblingssaurier wählen. Der gut genährte Gigant, Butcher Boy Brady. Dass unsere moderne Industrie nur eine von vielen ist, die auf die Unfall erlebten, kann man unserem unvermeidlichen Zusammenbruch gelassen entgegensehen. Mehr als drei Viertel der Erdgeschichte war das Land unbewohnt und es gab weit und breit ein einziges Hotel. Und Heroinsüchtige das Stadtbild erfüllen. Die Jagd ist vorüber. Aber dies ist nur eine Verschnaufpause im ewigen Kräftemessen zwischen Mensch und Natur. Selbst für einen Hai ist Zeit für sich allein wichtig, um nüchterne Selbstreflexion zu betreiben. Der unersättliche Pottwal muss täglich über eine Tonne Nahrung zu sich nehmen, die hier im Golf größtenteils aus Hammerhaien besteht. Thank you.
Folge des Films Free Willy war, dass Tausende von Familien Orcas als Haustiere mit nach Hause nahmen. Sich nehmen, die ihren Golfgriff teils aus Hammerhai besteht.